Jeder Kölner kennt den Namen Wallraff. Es gibt den Wallraffplatz, das Wallraff-Richards-Museum und ein Wallraff-Bronzedenkmal in der Innenstadt. Aber wer war dieser Wallraff eigentlich? Ferdinand Franz Wallraff wurde Mitte des 18. Jahrhunderts als Sohn eines Schneiders in Köln geboren. Er wurde an der Kölner Universität Professor und schließlich sogar ihr Rektor. Was für ein Aufstieg! Früh begann Wallraff mit dem Sammeln, denn ein Naturwissenschaftler braucht natürlich Anschauungsmaterial und Bücher. Das hatte Folgen. Die Sammelleidenschaft ließ Wallraff von jetzt an nicht mehr los. Während seiner Zeit als Rektor wurde Köln von den Truppen der Französischen Revolution besetzt. Die ehemals so stolze Rheinmetropole erschien den Franzosen als etwas rückständig. Deshalb brachten sie nicht nur Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mit, sondern auch ihre eigenen Vorstellungen von Recht und Ordnung. Sie gestalteten Köln um, modernisierten die Verwaltung und führten ein neues Bildungssystem ein. Die alte Universität wurde geschlossen. Außerdem lösten die Franzosen viele Kirchen und Klöster auf. Ein ziemlicher Bruch im heiligen Köln. Auch vor den Kunst- und Bücherschätzen der Kölner Kirchen machten die Franzosen nicht Halt. Sie brachten die wertvollsten Stücke nach Paris. Vieles entsorgten sie aber schlicht auf der Straße. Wallraff wollte die Kulturgüter Kölns unbedingt bewahren. Dazu sammelte er alles, was irgendwie mit Köln zu tun hatte. Das führte zu ständigen Geldsorgen, aber am Ende hatte er fast 80.000 Stücke zusammengetragen. Eine große Leistung, aber auch ein ziemliches Chaos. Nach der sogenannten Franzosenzeit kamen die Preußen nach Köln. Ein weiterer politischer Wechsel in kurzer Zeit. Trotz der unruhigen Zeiten engagierte sich Wallraff weiter für seine Heimatstadt. Außerdem setzte er Köln als Erbin seiner Sammlung ein. Übrigens, der Dom war zu dieser Zeit noch gar nicht fertig, sondern erst 1880. An Wallraffs 75. Geburtstag gaben die Kölner ein großes Fest zu seinen Ehren. Er wurde zum bis heute einzigen Erzbürger der Stadt ernannt und als Kenner und Bewahrer ihrer Kultur gefeiert. Als Wallraff ein Jahr später starb, wurde er auf dem Stadtfriedhof Melaten begraben. Aus seiner Sammlung entstand das erste Kölner Museum, das Wallraffianum. Bis heute finden sich Wallraffs Schätze in fast allen Kölner Einrichtungen und Museen.